Hellas Freunde. Aber bald, ich bin vielleicht endlich Präsident. Dann, ich bin der größte Influencer auf der ganzen Welt. Wahnsinn. Guten Abend, Herr Parastatopoulos. Ja. Würden Sie da vielleicht bitte runterkommen? Natürlich. Ich dachte, ich muss hier meine Aussage machen. Nicht hier. Ich bin sehr krank. Was haben Sie denn? Ich bin hohl. Er kommt runter. Hi. Wo denn hohl? Am Rücken. Oh, bitte schlag mich. Oh, bitte schlag mich. Ich hau mir eine rein. Das dauert wirklich lange, ne? Das habe ich auch nicht erwartet. Da ist, wo ist denn die Toilette? Hellas. Herr Henker, ich würde Ihnen vielleicht Folgendes anbieten wollen. Wenn Sie zu zweit kommen. Ja? Dann würde ich Ihnen doch anbieten wollen. Was? 98 10 50 Planungsraum 1. Dann setzen Sie sich mal dahin, auf die Liege. Ja. Gelenkig, wow. Ein Trinken. Ein Trinkpäckchen oder so. Das klingt himmlisch. Ich habe bisher nur getrunken Wasser und die Wallisbrause. Die ist gut, ne? Ja, die kribbelt so in mein Herzchen drin. Soll ich Ihnen was sagen? Was denn? Die stelle ich teilweise mit her. Oh nee, das ist aber nicht dieser Natursekt, oder? Nee, ich arbeite bei Wallis Brause. Ach so, sagen Sie doch. Diese eine Frau mit dem Katheter hat mir irgendwas von Natursekt gesagt. Man sagt immer, man ist Opfer oder Katheter. Sind Sie eine Pfanne? Das fragen auch oft viele. Das hat er mich auch gefragt. Genau, das habe ich auch damals gefragt bekommen. Ich bin zwar keine Pfanne, aber ich brate gern in der Sonne. Oh, Herr Henker, Sie können jetzt das Lokal verlassen. Bitte? Ja, Sie können jetzt das Lokal verlassen. Was wollen Sie denn gerade von mir? Ich mache gerade Hausrecht, Dings, ne? Also raus hier. Es geht nicht, dass Sie einfach hier hineinkommen und einfach Fotos machen gegen die Willen, gegen den Willen von der Person. Wissen Sie was? Jetzt werde ich Sie veröffentlichen. Ja. Das verspreche ich Ihnen. Ja, weil dann machen Sie mir das Hausverbot gegeben haben. Ja. Damit das gleich klar ist. Die Eros. Als wärt ihr irgendwie Praktikanten oder so, nicht das. Ja? Soll ich bei dir auch schnibbeln? Wo denn? Die Haare. Wo denn? Auf dem Kopf am besten. Ah, natürlich. Weißt du nicht? Natürlich. Fall der Fälle in die Kugel wirft. Ja. Wie jetzt in die Kugel wirft? Ja, wenn zum Beispiel ein Attentat mit einer Schusswaffe auf mich verübt wird. Jo, was? Was? Dann wird Eros sich, ja, zwischen mich und den Schützen werfen. Ja, ich bin nämlich ein kleiner Speedy. Müssen Sie wissen. Ehren-Eros, hä? So kann man ihn nennen. Ehren-Eros. Hast du dir das gut überlegt, man? Wie viel Zeit stream dafür? Überlegt? Gar nicht. Ich stehe nämlich auch schon fast im Gefängnis mit zwei Beinen. Warum denn? Überleg dir, was du jetzt sagst. Soweit bin ich nicht. Doch nicht. Gut, ich glaube, mir wird eh keiner glauben, wenn ich irgendwas sage. Ihn glaubt keiner, warum nicht? Weil ich noch rangniedrig bin. Sie sind wirklich niedlich. Vielen Dank. So, Mr. Fernandes. Was hast du schon wieder dein scheiß Taser in der Hand, Mann? Bist du geil auf Latinos abknallen oder was? Damit knallt man niemand ab. So, Ja, was, wenn ich ein Herz will, Puton? Haben Sie das? Haben Sie einen Test dafür? Ach, fick dich einfach. Nein. Jetzt geht's. So, folgendes. Wir haben aktuell noch zwei offene Strafmaße gegen Sie offen. Ups. Was für Strafmaße? Strafmaße, zwei offene Strafmaße. Halt, bleiben Sie hier! Ist das so gefährlich, der Kürbis, dass der in Sicherheit muss? Ja, selbstverständlich. Leute, wir wollen ja nicht, dass Knochenbetrug mit dem Kürbis stattfindet. Ganz entspannt, ich bin gerade erst angekommen. Überfahrt mich mal bitte nicht so. Nimmst du das Wort, der Kürbis ist gefährlich. Diese ganzen Farben. Yeah. Hey yo, what's up und so, here's the robbery shit. Guten Come Abend. Come on, what's up. Nee, ist guten Abend, fuck. Mach dich jetzt Hände hoch, fuck. Oh, wer sind Sie? Ja, die fucking Hände hoch, man. Shit, nice and hood, hast du, man. What the fuck, crazy shit. Aber ich trag doch gar keinen Hut. Was können wir für Sie tun? Na, ich mein, dem oder fucking rechts von dir. Yeah, whatever, fuck. Habt ihr Cash dabei oder so, man? Yeah, gib mir das fucking Cash, fuck. Ja, let's go, man. Ich hoffe, dass... Einen Cash, fuck.
Kannst du vielleicht ein... Nee, aber dann guck, das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Dann stell dir jetzt mal vor, dieser Käsepicker pickt jetzt den Darm auf. Dann würde ja die Flüssigkeit, die eigentlich durch den Darm rausgeht, ne, und würde dann ja in den Körper gelangen, richtig? Ja, aber ich habe ja zwei gegessen, das heißt, der zweite macht wieder dicht. Ich bin so schlau, weißt du? Gut, dass ich zwei gegessen habe, sehen Sie? Wissen Sie, vor dem Ganzen war ich nie ein Spießer. Haben Sie denn schon mal einen Ausweis für mich? Das wäre ganz praktisch. Natürlich. Boah, ich dachte auch, das wäre alles für die Spießerröhre. Bitte. Oh, jetzt spüre ich den Spieß ein bisschen. Du sagst mir, was ich machen soll, ich mach. Ich bin zugänglich. So. Ich werde Ihnen jetzt einmal das Propofol geben. Natürlich. Dann zählen Sie einmal von 10 nach 0 und dann gucken wir, wie weit Sie kommen. Natürlich. Aber Sie müssen wissen, ich bin nicht so schnell aus der Fassung zu bringen. Ich habe schon mal so viel... Das ging schnell. Na, da will ich euch zwei gedurte Täubchen auch nicht aufhalten, ne? Huhn. Ja. Huhn. Danke dir. Natürlich Huhn, eine Turtelhühnchen, ich weiß doch. Ich habe jetzt einen Termin. Eros, ja. So einen schönen Abend. Natürlich. Schönen Abend noch. Und denkt dran, das nächste Mal bitte nicht die Spieße mitessen. Natürlich. Ja. Ich bin kein Spießer mehr. Okay. Also, da leben. Und wir singen immer im Chor das schöne Lied von Natsaki. Wenn man da ist und wenn man Geburtstag hat, da singen die immer Saki, Saki, Lucha, mein Natsaki. Ich möchte Tzatziki auf meine Nusche drauf. Bitte? Du bist so eine gute Fahrerin Taxi. Du bist davor da, bevor ich überhaupt anrufe. Ja, ja, so ist es, ne? Also, ich müsste einmal zum Stadtpark. Ja. Ja. Ja, komm, wir fahren dahin. Ja, natürlich. Wow. Ja, du bist wirklich schnell, ja, dass wir schon da sind. Und jetzt sind wir auch schon da. Wow, du bist wirklich super schnell. Aber wir können auch Wagen machen, ja? Natürlich. Dann machen wir das hier. Braun oder weiß? Wie du willst. Natürlich. Ja, am besten hier vorne. Kannst auch ein bisschen größer machen. Natürlich. Wie ist dein Name? Boah. Bobby. Bobby? Ja. Ich hab geschrieben für Bobby von Eros. Oh, ich danke dir. Ja, natürlich. Ich bin so glücklich. Ich habe zwei Börex bekommen. Oh, was ist eine Börex? Weiß ich nicht. Wow, steck ihn schnell rein, das will ich sehen. Auch schon dein kleines Mundloch. Ja. Thank you.